So, da sind wir wieder aus dem Pausemenü. So, könnte natürlich auch die Sonne sein, die da drauf scheint, wollte ich sagen. Und ich glaube, ich werde hieraus wohl doch 4 Folgen machen. Alter, Mann. Immer diese Frame-Einbrüche. Mag das nicht. Aber geil, wir haben uns schon super abgesetzt. Also, holla. Ja, das hätte jetzt nicht unbedingt sein brauchen. Aber wir haben uns gut abgesetzt. Holla. Ja, wir haben uns super abgesetzt. Wir sind Erster. Goldtrophäe. So, ich würde vorschlagen, nein, ich mache jetzt noch nicht 4 Folgen. Wir machen jetzt noch ein Rennen. Und dann lassen wir es auch. Wir machen zum krönen Abschluss Coast to Coast. Nee. Obwohl Ford GT 90, nein. Wir machen mal etwas für die Leute, die Mustangs. Warte mal, das war die Formel Ford. Mustang Challenge, genau, die müssen wir. Dann nehmen wir mal Laguna Seca, eine sehr bekannte Rennstrecke. Kennstrecke, ja, das gibt's auch. Kennstrecke ist die Kennstrecke vom Kennen. Ungefähr. So, wir fahren. Ja. Geschätzte Dauer 3 Minuten 10 Sekunden, 2 Runden weiter. Mustang. Farbe. Danny Mason, Hawk Motorsport, Danvers Racing, Talon Racing, Kendrick Motorsport, Danny Mason, nehmen wir mal Danny Mason, Bud Taylor, John Kent, Bruce Trent, Jimmy Hopper, Bud Taylor. Bud Taylor ist, glaube ich, von ich meine, dass das, glaube ich, der Bruder von dem Komponist Brian Taylor ist. Ich weiß es aber auch nicht. Ich will jetzt keine falschen Gerüchte in die Welt setzen. Deswegen fahren wir jetzt einfach. Ja, ich hätte früher Gas geben müssen. Ich habe es eingesehen. Ich hätte früher Gas geben müssen. Jetzt bin ich 8er. Am Start war ich eigentlich 7er. Was ich ein bisschen bescheuert finde, man kann selber auswählen, als wie viel da man starten will. Das mache ich natürlich nicht, weil es ist ein bisschen doof, wenn du so als Erster startest und die ganze Zeit anführst, wird ja irgendwann auch natürlich langweilig. Hier haben wir Cockpit-Perspektive, die bei dem Spiel ein bisschen langweilig ist, weil du siehst nicht wirklich das Cockpit, du siehst nur die Motorhaube und das Fenster. Matt Bulk, California. Matt Bulk, California. Ja, California ist ein schöner Bundesstaat der USA. Lieblingsstadt, meine Los Angeles, keine Frage, will ich auch unbedingt mal hin. Und da sehen wir auch schon Coca-Cola. Könnte Zero sein, mag ich lieber. Aber gerade habe ich hier sowieso Eistee stehen. Der zuckerfreie Eistee vom Lidl. Ja, so nennen wir es heutzutage. Lidl lohnt sich. Weil Lidl verkauft ja keine Cola mehr. Und ich habe das total vergessen. Habe mir woanders keine mitgenommen. Und dann habe ich mir Eistee mitgenommen. Ist auch nicht schlecht. Der schmeckt auch super. Gestern habe ich mir erstmal eine Dose Monster reingepfiffen. Danach war ich wach wie sonst nichts. Das Zeug wird ja bekanntlich Kokain. Also ungefähr so wie Red Bull, nur noch ein bisschen doller. Aber Monster ist halt auch das leckerste. Was mich wundert ist, das wirkt stärker als Red Bull, ist aber weniger drin als Red Bull. Das ist also mehr Flüssigkeit, weniger Inhaltsstoffe, fast die gleichen Inhaltsstoffe und wirkt trotzdem stärker. Also ich weiß nicht, was die damit gemacht haben. So, auf jeden Fall, wie es aussieht, ich habe mich wieder eingefahren. Sieht man ja auch ganz gut. Wir dominieren schon wieder in der zweiten Runde.
Das heißt, wir können locker gewinnen, wenn ich nicht irgendeinen Fehler machen werde. Den ich natürlich auch nicht machen werde. Und ja, nach den Rennen hier werden wir gleich noch schnell ein kleines anderes Rennen starten. Einfach um euch mal zu zeigen, dass es hier auch mit Totalschaden geht. Und dann haben wir es für das Match auch schon hinter uns. Tatsächlich. Dann. Ja. Kennt er ja schon alles, ne? Ah, Frame-Einbruch. Frames, dass sie immer einbrechen müssen. Ich sollte immer weniger Brechstangen kaufen. So. Und da sehen wir es auch schon. Wir werden gewinnen. Yippie! So. Ja, dann zeige ich euch mal, wie das ist mit dem Totalschaden. Ich weiß auch schon, was wir dafür für eine Meisterschaft nehmen. Simulationsmodus, Freispiel, individuell, Comfortable. Ich brauche dafür eine besondere Strecke, wo man das sehr schnell machen kann. Genau die brauche ich. Shortworth Park. Weiter und wir nehmen die Cobra. Wir nehmen das Auto, was am schadesten ist, kaputt fahren. Das fahren wir kaputt. So. Typisch blau. Hot Stamp. Canada Yumotsi. Hutch Stamp. Nehmen wir Hutch Stamp. Und dann zeige ich euch gleich mal, wie man Auto kaputt wird. Auto kaputt, kaputt, kaputt. Hier schön in San Francisco. Nein, das ist natürlich nicht San Francisco. Chicago, Chicago, genau das ist es hier. So. Dann verabschiede ich mich aber auch schon mal. Würde dann sagen, bis zum nächsten Mal. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.